Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um 5 Dinge, die ich am Samsung Note 7 liebe, weil da gibt es echt ganz schön viele Gründe. Aber ich habe mich heute mal auf 5 beschränkt und auf 5 negative Gründe gemacht. Das ist aber ein anderes Video und ja, los geht's. Bevor es losgeht, vielen Dank an Mobilcom Debitel, die mir das Note 7 zur Verfügung gestellt haben. Großes Dankeschön einfach und los geht's. Und wir fangen natürlich beim ersten Punkt an und der ist einfach mal das Design. Ihr wusstet, das würde passieren, dass ich über das Design rede, aber es ist einfach so. Wie kann man ein so geil aussehendes Gerät bauen, was so dünn ist, 2 Edge-Screens hat, auf der Rückseite trotzdem noch abgerundet ist und auch noch wasserfest ist, trotz eines S-Pens? Es ist mir unbegreiflich und ich liebe das Design deswegen einfach unglaublich stark. Punkt Nummer 2 ist die Kamera. Mein Gott, was hat Samsung da schon wieder gemacht? Es ist zwar dieselbe Kamera wie im Galaxy S7, aber nichtsdestotrotz ist sie einfach abartig gut. 12 Megapixel, eine f1.7 Blende und ein riesiger Sensor sorgen einfach dafür, dass diese Kamera irgendwie in der Nacht sehen kann, wo andere Handys nur noch verrauschte Bilder liefern. Das ist jedes Mal wieder so ein Mindblow-Moment für mich, wenn ich mit diesem Ding hier nachts fotografiere. Und deswegen ist die Kamera auf jeden Fall auf der Liste der Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Alle guten Dinge sind 3 und deswegen reden wir jetzt über den S-Pen. Ein Ding, das gibt es wirklich nur beim Note. Die Note-Serie hatte schon immer ein S-Pen, aber dieses Mal ist er noch intelligenter und noch besser. Er versenkt sich jetzt komplett flach im Gerät, hat tolle neue Funktionen, wie zum Beispiel Screenshot-Notizen, wo man GIF-Dateien tatsächlich aufnehmen kann. Man kann direkt auf dem ausgeschalteten Display schreiben und noch so vieles mehr. Also der S-Pen an sich ist ein Feature allein, das so kein anderes Handy hat. Punkt Nummer 4 ist neu für Samsung und vielleicht wird es gar nicht so viele umhauen. Mich persönlich aber sehr, es gibt USB-C auf der Unterseite. Ich als MacBook-Besitzer habe natürlich schon viele USB-C-Kabel zu Hause. Die kann ich jetzt alle auch mit dem Note verwenden, was natürlich super praktisch ist. Man kann es beidseitig einstecken und somit beidseitig laden. Es gibt HDMI-Adapter, es gibt weiterhin Quick Charge. Also es hat eigentlich nur Vorteile und es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und Punkt Nummer 5 ist das Display. Ich meine, was hat Samsung hier denn schon wieder gemacht? Wie konnten sie ein noch besseres Display als beim Galaxy S7 verbauen, frage ich mich da. Es ist HDR-fähig. Es bedeutet, es wird bis zu 1000 Nits hell, was wahnsinnig hell für ein Smartphone-Display ist. Und das merkt man einfach. Weiß ist heller als bei jedem anderen Handy, schwarz ist dunkler als bei jedem anderen Handy. Die Farben knallen so richtig rein, allerdings übertreiben sie nicht und das freut mich persönlich einfach total. Und eine Sache gibt es zusätzlich noch. Es erkennt dieses Mal endlich die Handballen und man kann das Handy trotzdem noch bedienen, was beim Galaxy S7 ja ein bisschen so ein Problem war wegen dem Edge-Display. Meinst du mit den Handballen? Das ist ja so dünn, die Ränder, dass man mit Handballen aufs Display kommen kann. Ja. Und dann drückst du ja irgendwas, aber das Handy erkennt, dass es der Hand... Das ist natürlich cool, ne? Das waren also alle 5 Punkte zum Galaxy Note 7, die mir enorm gut an dem Handy gefallen, aber es gibt auch 5 ganz, ganz schlechte Punkte. Und die sind unten für euch verlinkt. Das ist ein anderes Video von mir. Also schaut einfach mal vorbei vor einem Kauf vom Note 7. Vielleicht sind die ja wirklich schlimm für euch. Und dann war es das von diesem Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.